Da sind noch mehr Geier. Und ich komme hier außerdem wieder ans Wasser. Och nö. Ist hier wieder Feierabend, ja. Müssen wir wieder mit dem Schiff weiter. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. So, kommt mal bitte alle her. Hier bin ich, hier bin ich. Hallo. Bam. Und du auch noch mal einen. Und du willst das auch noch mal wissen, ja? Du kannst, bleib mal schön hier, mein Freund. Komm, bist du am Brennhaus da ab, ja? Was ist denn du für ein Lappen? Und... Piu! So. Dann haben wir hier wieder Knochen. Die man ja immer schön fleißig mitnehmen soll. Oh, sind wir überladen? Ach so, wegen Platz. Dann schmeiße ich das hier weg. Hier sind noch mehr Eggs. Da schmeiße ich... gar nichts weg, weil ich alles behalten will. Und baue hier mal ein Portal. Portal. Schnell, weil dort hinten ist ein Spawner. So, alles aufgesammelt. Du stirbst. Dein Loot will ich auch nochmal. Da nochmal hier auf den Boden gekloppt. So. Da kommen sie. So, schön im Kreis rennen. Tschüss. Energieschild. Er haut ab, sehr gut. Aber er hier nicht. Den muss ich noch kurz plätten. Und dann verziehe ich mich hier. Und noch ein. Nein, daneben. Nein, daneben. Nein. Mann, steh ab. dann sammle ich mal hier die Eggs auf, während unser Mana wieder auflädt. Und mache dich auch noch platt. Sehr gut. Und den Loot bringe ich jetzt erstmal weg. Achso, kein Platz. Ja gut, was soll's. Oh oh. Hoffentlich steht das Portal noch. Ich glaube aber ja. Sonst wäre es, glaube ich, schon längst disconnected. Sehr gut. Hier rüber. Entschuldigung. White Crack. Hier rüber und reingeschmissen. So. Alter, wie viele Knochen, ne? Naja, gut. Und wir haben es gerade erstmal Mittag rum, war? Noch nicht mal. Wir haben es gerade noch früh. Dann würde ich sagen, wir haben noch alles im Inventar. Sehr gut, dann gehen wir weiter. Und sofort weg. Und sofort umbringen. Und tschüss. Her mit dem Loot. Her mit dem Ding. Oh, nein. Das war natürlich wieder mal falsch rum. Das weg und der weg. So. Ja, das ist natürlich doof. Jetzt sind wir hier schon wieder beim Wasser. Ich gehe mal da an der Küste lang. Oh, ups. Das war vielleicht ein bisschen unvorsichtig. Egal, ich gehe einfach mal weiter. Und da ist ein Dingens. Den mache ich mal kaputt. So. Den Loot will ich haben natürlich. So. Mann, sind das viele? Ey, Leute. Jetzt kommt schon. Meine Fresse, Alter. Lass mich in Ruhe. Energieschild. Loot, bitte. Och, nö. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Oh, hier ist eine Zwergenbase. Die kommt mir sehr gelegen. Oder ist das die von eben? Nee, das ist eine neue. Hilfe, Leute, Hilfe. Gut, ich habe den Gegner abgeschüttet. Ich hau mal ab. Oh Mann, es tut mir voll leid. Ah, da geht's weiter. Da ist Land. Da ist Land. Da komme ich jedoch bestimmt irgendwie über die Ruine rüber. Soll ich mir ein Portal hinbauen, sicherheitshalber? Soll ich denn bei den mit dem Morgen helfen? Lieber nicht, ne? Ich hau mal lieber ab.
Aber hier ist so viel Wasser. Hier habe ich Angst. Ich will da irgendwie rüber. Soll ich kurz das Schiff holen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Weil da komme ich doch nicht hoch, oder? Ich könnte mich hier hoch bauen. Ich glaube, das mache ich. Ja. Oh oh. So, Portal habe ich schon mal gesetzt. Komm mal hierher. So. Vielen Dank, liebe Zwerge, dass ihr den so gut für mich perforiert habt, dass ich ihn easy going down krieg. Her mit dem Loot. So, dann das Holz wieder hier hinbauen. Also, die Workbench. So, und ich hole mal kurz Holz und dann bauen wir uns da hoch mit einer Treppe, ne? Und dann versuchen wir irgendwie nach da oben zu kommen und dann so rüber zu sliden. Ich glaube, das geht. So, diesmal jumpe ich dann ausnahmsweise wieder durchs Lootloch. Was ich stack, das stackt sich. Ist ja gar nicht so schlecht eigentlich, auch fürs Einsortieren später. Dann schmeiße ich das mal alles weg. Alter, da, das meine ich, ne? Dieses Hinterhergelegge. Das ist schon echt nervig. Ein Gate. Könnt ihr da mal bitte was machen? Das wäre sehr, sehr nett, weil so macht das echt keinen Bock. Muss ich sagen. Und mein Zuschauer glaube ich auch nicht. Ich meine, ich gebe mir schon Mühe, mit meiner Möhre die beste Qualität abzuliefern. Aber Iron Gate macht es mir echt nicht leicht. Na gut, ich muss aber auch zugeben, wir mit unserer Superbase brauchen wir uns nicht wundern, ne? Aber gut, 50 Holz sollten reichen, ne? Ja. So. Oh, direkt im kochenden Wasser gelandet. Das ist vielleicht nicht so gut. Ich baue mal eine Leiter. Schon klar, die müssen wir auch noch irgendwie stabilisieren. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Ich mache erstmal so. Ich frage mich, ob das überhaupt steil genug ist. Ich probiere es einfach mal, so schnell zu bauen, wie es geht. Ah, bevor es einkracht. Hui. Ah, gar nicht schlecht geschätzt. Sehr gut. Das Portal sollte ich mitnehmen. Mache ich auch. So. Und na, hinauf dort. Schnell, bevor es einkracht. Gut, ne? Also vier von dort und vier von dort. Aber ich glaube, die Leiter ist nur 8 hoch. Deswegen passt es genau. Also 8 oder weniger. Haben wir, glaube ich, gerade nur gebaut. Und hier packe ich die Axt aus, damit ich nicht aus Versehen Stein zerstöre. Eher mit den Scherben. Na gut, Met. Da waren Scherben, sehr gut. Und nochmal. 4 insgesamt. Ist besser als 0. So, dann gehe ich mal hier oben rauf. Auf den Bogen kann ich, glaube ich, jumpen. Ich probiere es mal. Ja. Yeah. Da kann ich, glaube ich, rüber. Also wenn ich hochjumpe und dann da rein. Komme ich hier nicht durch. Muss ich verarschen? Okay, komme ich drüber? Ja. Dann... Oh, das ist ein bisschen schade ohne das Licht, ne? So dunkel hier. Aber gut, was soll's. Hauptsache, wir kommen hier durch. Hier, ich mache mal mein Energieschild wieder an. Lasse die Weinsachen mal alle hier. So, die höchste Stelle, das sollte dort sein. Aber ich glaube, das reicht schon. Ja, das reicht. Wenn ich hier oben stehe, schaffe ich so easy darüber zu sliden. Ich sollte den Spawner da erst zerstören, ne? Das war, glaube ich, zu niedrig. Ein bisschen zu niedrig, aber gut möglich, dass sie trotzdem Schaden gemacht haben. Ich mache mal ein bisschen höher. Das sieht sehr gut aus. Ein Stück nach links vielleicht. Ja. Das sind, glaube ich, alles Volltreffer. Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe es einfach mal. Ein Stück höher. Na komm, geh kaputt. Das ist alles zu niedrig, oder was? Gut möglich, ne? Ich mach mal höher. Sorry. Was ist hier sorry? Gib mir doch Mühe. So, jetzt ist er kaputt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir sliden rüber und... wo sind wir überhaupt? Oh! Hier sind wir doch gestorben und hier war doch auch die eine... Alter, so weit sind wir gereist.
Krass. Weil hier war doch Minas Morgul. Das war die zweite Folge in den Aschelanden. Da habe ich direkt so eine Ruine gefunden, so eine Festung gefunden. Ich laufe mal hier durch, in der Hoffnung, dass hier keine Feinde sind. Und hier sind Feinde. Und zwar gar nicht weniger. Oh Mann. Tschüss. Ausdauer. Ich baller mir mal alles an Nahrung, damit wir gut genährt sind. Überall Feinde. Ich sollte sie einen nach dem anderen... Oder ich laufe durch. Ich laufe lieber durch. Weil ich glaube, ansonsten kommen die unendlich nach. Es wird eine never-ending Story, die zu bekämpfen. Und hier hoffe ich auf keine Elite-Gegner. Das sind nur Vulkangeier, die kriege ich hin. Morgen mit Stern! Tschüss! Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Huch! Oh, ich war festgebackt. Gut, ich spule das mal vor, ne? Also, bis gleich! So, da bin ich wieder und ich habe gerade gemerkt, dass hier eine ganz schön riesige Armee auf einmal hinter mir her ist. Deswegen versuche ich gerade mal die zu outsmarten und mit Feuerbällen zu killen, damit ich hier schön Flächenschaden mache. Huch. So. Dann hier gehe ich mal in Schutz und mach dich platt. Dann bin ich dich schon mal los. Ein nach dem anderen. Daneben. Tschüss. Da sind noch welche. Oha, der hat einen Stern. Bogenschützen immer zuerst eigentlich, ne? Weil die wirklich viel Schaden machen. Oh, der da ist gleich down. So viel Zeit muss sein. So. Und so. Aua. Energieschild, Energieschild. Komm schon. Daneben. Dann komm mal her. Schön getrennt von den anderen. Na los, komm hierher. Ach, er brennt. Dann läuft er weg. Ja, das geht natürlich auch. Hauptsache, du gehst mir nicht mehr auf den Zeiger. Aber der wird wahrscheinlich gleich umdrehen, ne? Und wieder herkommen. Keine Ahnung. Ich gehe mal hier lang und pflück den nächsten raus. Das ist ein Krieger. Na komm. Sonst ist hier nichts los. Der ist sogar schon ein bisschen down. Sehr gut. Tschüss. Und da ist unsere Leiche. Dann muss da auch irgendwo wahrscheinlich der Morgen sein. Das mache ich mal kaputt. Voll daneben. Lavaklumpen. Ja, so treffe ich nicht. Ich habe Angst vor dem Morgen. Er kommt, springt wahrscheinlich gleich irgendwo aus der Erde raus. Wo sich verbuddelt hat. Wow! Entschuldigung. Da musste ich gerade husten. Ein Erschreckenshusten. So. Das hier kommt mal weg. Wo ist denn der Morgen? Ich habe Angst. Da ist er. Er hat mich auch getroffen. Drei ist. Da ist der Morgen. Ah, tschüss. Och Mann, jetzt sind schon wieder hier Tausende. Ich mache erstmal dich platt. So. Sind das sogar zwei? Och, come on. Ja, wie soll ich das denn schaffen, Mann, Alter? Auf den Stein. Was? Oh, so viel zu dem Thema. Ich spule vor, also bis gleich. So, oh Mann. Ich bin eben gerade hier nochmal verreckt. Bin jetzt hier allerdings hergekommen. Ich habe jetzt meine normale Rüstung. Wir sind jetzt schon überladen. Ich muss unbedingt mein Portal holen. Das ist allerdings bei der Leiche. Und da habe ich einen Morgen gesehen. Und da ich gerade keine Eiternahrung habe, weil die ist auch in der Leiche, muss ich den jetzt mit Nahkampf killen. Oder ihn outsmarten. Wir müssen hier auf jeden Fall gleich nochmal zurück. Aber erstmal muss ich das Portal holen. Stimmt. Wenn ich sowieso das Portal holen muss, kann ich die Sachen eigentlich auch hier drin lassen, die ich nicht brauche.
kann ich doch zurücktun, ne? Sehr gut. Dann mache ich das mal. Außerdem stacken die sich dann auch. So. Und so. Und die packe ich auch mal rein. Und nehme nur das mit, was wir auch brauchen. So. Und so. Die Sachen auch rein. So. Weil der despawnt ja Gott sei Dank nicht. Oh, einen Moment. So. Alles klar. Und ich hoffe, der Morgan findet uns nicht. Da ist einer von denen. Die muss ich jetzt einen nach dem anderen plätten. Sonst wird das nix. Tschüss. Da ist noch einer. Mit Stern. Na komm her. Ja, da läuft er wieder weg, ne? Wegen diesem komischen Feuer. Seelenfeuer oder was das sein soll. Keine Ahnung. Na los, kommt her jetzt. Und zack. Ah, sehr gut. Er ist am Feuer gestorben. Hervorragend. So, jetzt vorsichtig nach vorne. Weil da waren, glaube ich, richtig viele, ne? So, den mache ich platt. Tschüss. Irgendwelche Feinde in der Nähe? Nee. Jetzt aber schnell. So, die Klamotte. Das alles. Das hier. Leute, ich kann das alles nehmen, ne? Den kann ich von mir aus trinken. Der kann hier bleiben. Und den nehme ich mit anstatt. Ah, warte. Den kann ich stacken. Nicht. Ups. Da lasse ich das Gold hier. Nehme ich lieber das mit. So. Den können wir entfernen. Dann schnell zu unserer Leiche zurück. Wir haben jetzt nämlich alles, was wir für ein Portal brauchen. Oh, ich wollte gerade sagen, wo sind die 10 Augen? Aber da sind sie. So, dann nichts wie hingerauscht. Oh nein, bitte nicht der Morgan. Es ist der Morgan, ne? Hm. Da bin ich jetzt selber schuld. Hat er mich gesehen? Wahrscheinlich. Soll ich kurz das Portal bauen? Schnell. Mach ich mal. Und zwar hier. Ja, doch. Doch, doch. Ich glaube, wir haben ihn abgeschüttelt. Hierhin. Schienes. Bordel. So. Und nichts wie rein da. Halt. Ich nehme so viel mit, wie es geht. Und zwar das, was wir nicht brauchen. Das, was ich stacken würde, kann ich mal hier lassen. So mache ich erstmal. So. Die Notklamotte schmeiße ich wieder hier hin. Oh, es geht auch gerade die Sonne wieder unter. Dann gehen wir gleich mal pennen. Notklamotte hier hin. So. So wie die Notstäbe. Das hier sind ja immer noch unsere. Den Schädel packe ich hier auch mal mit dazu. Die hier brauchen wir eigentlich gleich. Ja, komm. Ich skill wieder um. Ich hau mir mal kurz eine Kotzebeere rein. Und gönn mir dann die bessere Nahrung. Hier, Gift. Zack. Ach so, klingt das also, wenn man kotzt. Also mit der Zunge kotzen. So, essen. Zack, zack, zack. Klamotte. Und die restliche Notklamotte schmeiße ich dann ebenfalls dahin. Also die Rüstung. Weil das Anbringen können wir immer noch machen, ne? Würde ich sagen. Also schmeiße ich mal das hier hin. So, die hier hin. Die kommen wieder dorthin, wo sie hingehören. Dieses sehen wir natürlich ebenfalls an. Der ist too much. Da nehme ich mal 5 raus, weil so viele brauchen wir auf gar keinen Fall. Das kommt hier hin. Das auf die 4 natürlich. Das auf die 2. Das auf die. Und so. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir hier theoretisch bei der 3 Watt frei, ne? Die 3 ist frei. Dann mache ich da mal die Spitzhacke hin. Dann aber unten mehr Platz. Keine Ahnung, warum auch nicht. So. Und da würde ich sagen, wir gehen nochmal zurück und holen den anderen Stuff schnell. Ja, hier ist richtig. So, schnell hier hin. Alles nehmen. Oha. Warte mal, dann mache ich so. Grausten lasse ich lieber mal hier. Das kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist sehr wertvoll. Was wird sich denn stacken? Ja, hier so 2 Schwefel. Dann nehme ich lieber die Scherben mit. Oh, wir haben wieder einen davon gefunden. Die Pilze werden sich auf jeden Fall stacken. Ja, das lasse ich mal so hier. Und dann bringen wir das ebenfalls weg. Hervorragend. Dann laufen wir zum Lootloch.
und schmeißen den Loot runter. Da muss ich allerdings natürlich aufpassen, nicht das hier zum Beispiel runterzuwerfen. Das kann runter. Und die hier schmeiße ich auch mal hier mit runter einfach. Können wir dann später einsortieren. Und zu diesem Krempel hier schmeiße ich die mit Eiter gewobene Hose hin. So, und dann gehen wir mal kurz ratzen, wa? Weil ich habe absolut keinen Bock auf die Nachtpatrouillen. Ich glaube, das könnt ihr euch gut vorstellen. Ach ja, und eben gerade habe ich aus Versehen diese Kisten hier, diese Ulf-Trophäen habe ich hier als Kisten gemacht. Und irgendwie kann ich die Dinge jetzt nicht mehr antargeten. Ah, da war er doch. Da war doch. Da ist der Objection. Also. Ah, nicht mittig. Daran lag's. Dann muss der hier sein, ne? Da. Warte mal. Da war doch. Da. Objektständer. 6. Und hier nochmal. 6. So, haben wir wieder Kissen, ne? Sehr gut. Dann würde ich sagen, gute Nacht. Guten Morgen. Und dann gehen wir direkt weiter, würde ich sagen. Wir haben noch Holz dabei. Das sollte ich vielleicht auch runterschmeißen. Hä, warum habe ich das eben gerade nicht gemacht? Keine Ahnung. Rübergerannt. Runtergeworfen. Ach so, weil ich dachte, dass hier ja zwei Felder für Dinge sind. Die kommen hier hin. Hä? Warum war das gerade so komisch sortiert? Keine Ahnung. Oh. Das habt ihr bestimmt gehört, ne? Das war gerade Donner. Hä? So bewölkt sieht es gar nicht aus. Also es ist zwar bewölkt, aber es sieht nicht aus, als ob es gewittert. Keine Ahnung. So, sehr gut. Dann nehmen wir hier den Rest raus. Und können außerdem das entfernen. Und ich würde allmählich, glaube ich, tatsächlich wieder ein neues Notportal machen. Nur wo? Oh, da oben auf dem Turm, wa? Komm. Das finde ich nämlich gar nicht schlecht mit diesem Turm. Energieschild. Da habe ich mich bei dem anderen nämlich ziemlich sicher gefühlt, ehrlich gesagt. Wenn wir denn aber auch Treppen haben, um da hochzukommen, das wäre nett. Ansonsten können wir das natürlich vergessen. Aber sieht gut aus. So. Boing, 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 boing. Der. Oh oh, hier ist keine Treppe mehr. Ist natürlich doof. Komme ich hier irgendwie trotzdem rüber? Soll ich hier einfach bauen? Komm, ich baue jetzt hier ein Notportal hin. So. Und verschiedenes Portal. Huch, nicht möglich, warum nicht? Ah, jetzt ist es möglich. Ich würde tatsächlich das andere Portal, Not 2, hier verschieben. Obwohl, nee, hier haben wir eigentlich Not 3, ne? Komm, wir machen Not 3 Portal. Passt halt eigentlich gar nicht zu mir, ne? Diese Vorgehensweise mit 1000 Portalen und so und dass es dann so unkoordiniert ist, aber ich muss ehrlich sagen, bei den Ashlands habe ich irgendwie das Gefühl, wir müssen das so machen. Oh, da war schon wieder Gewitter. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Aber wahrscheinlich hört ihr es. Oh, warte, ich brauche 40. Nochmal 20 bitte. So. Und dann nochmal hier drauf geworfen, den ganzen Müll. Das wird alles später einsortiert. Dann nehmen wir noch 20 Augen raus. Und natürlich 4 Suttlingskerne. Und ich überlege sogar noch 10 Holz mitzunehmen. Mache ich auch. So. Ich glaube, ich mache mal das Fenster zu. So. Ich glaube, das ist besser. Und da würde ich sagen, let's go. Und zwar bauen wir hier um. Keine Ahnung, wohin. Ich mache einfach hier neben, ganz ehrlich. Können wir ja immer noch umbauen. Hauptsache, wir haben hier erstmal ein bisschen es gesaved. So, Asche 3. Kopieren. So, und wir gehen hindurch.